Wir müssen mal über Corona reden, denn mit dem Ausbruch der Pandemie waren es ja Zeiten wie im Wilden Westen. Jedenfalls, wenn man dringend Masken und Schutzausrüstungen besorgen musste oder wenn jemand war, der einfach mal sie liefern konnte. Und ein spektakulärer Maskendeal mit dem Verdacht auf 23 Millionen Steuerhinterziehung der Unternehmerin Andrea Tantler, die Tochter eines ehemaligen CSU-Politikers, der wird jetzt in Moskau, in München vor Gericht verhandelt. Andrea Tantler ist gut vernetzt, PR-Unternehmerin, Tochter einer CSU-Größe und mit besten Kontakten in Parteikreise. Als die Not in Krankenhäusern oder Altersheimen am größten war, bot sie Corona-Masken einer schweizerischen Firma an. Durch ihre Verbindungen schaffte sie es, sowieso die bayerische Politik für ihre Angebote zu interessieren, aber auch Nordrhein-Westfalen und selbst den Bund. Der wahnwitzig hohe Preis der Masken spielte damals keine Rolle. Interessant war das Geschäft auch für sie selber. Knapp 50 Millionen Euro kassierte sie an Provisionen. Das war in Zeiten einer tödlichen Epidemie vielleicht nicht schön, aber legal. Dass sie jetzt vor Gericht steht, liegt am Vorwurf der Steuerhinterziehung auf diese Provisionen. Dabei geht es um gut 23 Millionen Euro. Dazu kommt noch der Verdacht auf Subventionsbetrug. An der Steuerhinterziehung beteiligt war laut Anklage ihr Lebensgefährte. Beide bestreiten die Vorwürfe. Seit Januar sitzen sie nun aber schon in Untersuchungshaft. Die Gerichte sahen bei ihnen eine hohe Fluchtgefahr. Mitte November soll es zum Urteil kommen. Wird Tantler schuldig gesprochen, würde ihr bei Steuerbetrug in einer derartigen Höhe durchaus eine Haftstrafe drohen.